Hallo zusammen, ich möchte Sie, euch ganz herzlich hier an unserem virtuellen Themenstand begrüßen. Mein Name ist Christoph Kinzle, ich arbeite bei Theben im Schulungsbereich und habe ein spannendes Thema mitgebracht, KNX und DALI. Ja, wie kommen diese beiden Welten zusammen? Kleine Übersicht über meine Präsentation für die nächsten 10 Minuten. Wir werden am Anfang ein paar Worte zur Lichtsteuerung generell sagen. Warum Lichtsteuerung? Warum ist das Thema immer wichtiger? Welche Produkte liefert Theben, um solche Projekte zu realisieren? Und am Ende werde ich noch kurz auf die Einstellungen in der ETS eingehen und ein paar typische Anwendungsbereiche mal kurz vorstellen. Gut, wir haben mittlerweile sehr, sehr viele unterschiedliche Räume, Anwendungen, Gebäude, ja, wo Lichtsteuerung, wie Farblichtsteuerung oder auch einfach so das Gruppendimmen, entsprechende Atmosphäre zu erzeugen. Das habe ich in Hotels, in entsprechende Veranstaltungsräume, in Opernhäuser, im Kinosaal, Bürogebäude, Großraumbüros, moderne Gebäude, aber auch selbst im Schulbereich sind diese Themen angekommen und werden nachgefragt. Es wird nach Lösungen gesucht, wie solche Gebäude, Räume, Installationen entsprechend sinnvoll gesteuert werden können. Was heißt sinnvoll gesteuert? Natürlich Licht schalten, Licht dimmen. Das Thema haben wir schon sehr lange, haben wir auch soweit sehr gut im Griff. Aber in den letzten Jahren sind einfach noch weitere Themen dazugekommen. Da geht es um Konstantlichtregelung. Ich möchte sicherstellen, dass ich in einem Raum eine definierte Helligkeit habe, entweder in der Schule, am Arbeitsplatz oder in sonstigen Werkstätten, wo auch immer. Oder das Thema Lichtsteuerung. Ja, ich möchte Farbe steuern, ich möchte entsprechend ein Gebäude, wie hier oben dargestellt, ansprechend ansteuern, beleuchten oder ein Konzertsaal entsprechend farbig beleuchten. Wie auch immer, gibt es sehr viele Anwendungsfälle. Aber natürlich auch die Tunable-White-Ansteuerung wird immer wichtiger. Man hat erkannt, dass letztendlich dieser Tageslichtverlauf, den die natürliche Beleuchtung über den Tag automatisch macht, mit Sonnenaufgang, Mittagslicht und dann Sonnenuntergang, dass dieser Einfluss auch auch Einfluss auf den Menschen hat, auf die Personen, und man dieses auch entsprechend nutzen kann, um Konzentration zu wecken, wie zum Beispiel hier, zum Beispiel in einer vielleicht Schule oder Büro, wo ich dann wirklich sagen kann, um volle Konzentration zu erwecken, will ich ein möglichst helles, möglichst weißes Licht haben. Das hilft mir einfach. Und wenn es dann abends wieder etwas zur Ruhe geht, dann darf der Rotlichtanteil ruhig wieder etwas höher werden. Aber das gehört natürlich alles geregelt und eingestellt. Und da haben wir letztendlich wirklich zwei große Technologien, KNX, was dieses entsprechend erlaubt. Aber natürlich auch DALI hat hier Stärken. KNX kommt natürlich aus der Gesamtgebäudesteuerung. Dort spielt letztendlich nicht nur die Lichtsteuerung, sondern auch viele, viele andere Bereiche wie Heizen, wie Lüften oder auch Jalousie, Beschattung eine große Rolle. DALI konzentriert sich dagegen mehr auf das Thema Licht, Lichtsteuerung, hat hier auch wirklich sehr viele, viele schöne, nette Funktionen und Effekte. Und deshalb macht es natürlich auch Sinn, dass wenn der Kunde sich entscheidet, er möchte mit DALI steuern, dass ich dieses trotz allem auch ganz hervorragend aus der KNX-Welt entsprechend ansteuern kann. Und dazu möchte ich die Lösungen von Theben darstellen. So, welche Produkte haben wir von Theben, um dieses entsprechend zu realisieren? Die würde ich gern vorstellen. Zum einen haben wir hier unser Theben DALI Gateway KNX Plus. Sehr leistungsfähiges Gerät, haben wir auch schon ein paar Jahre auf dem Markt. Ist entsprechend mit Netzwerkanschluss, sprich ich kann auch diese Konfiguration des DALI-Busses über das Netzwerk machen. Ich habe ein Display, ich habe Taschen, ich kann somit auch selber sehr viel am Gerät machen. Das Gerät hat selber eine Spannungsversorgung für KNX, unterstützt mittlerweile auch die Farbsteuerung, wird dann natürlich auch die Inbetriebnahme
über die erlaubte Inbetriebnahme über die ETS, kein über die ETS oder wird über die ETS entsprechend programmiert. Es gibt eine weitere DCA-App mit dazu, um auch diese DALI-Konfiguration durchzuführen und unterstützt ja, eine DALI-Linie mit maximal 64 Teilnehmern. Und ja, die liefert mir dann letztendlich genau diese Funktionen. Spannungsversorgung zwischen 100 und 240 Volt AC. Im letzten halben Jahr haben wir noch zwei weitere DALI-Gateways mit dazugenommen. Man sieht sehr deutlich hier schon zum einen mal hier dieses S64-Gateway oder auch hier des S128-Gateways. Letztendlich Geräte, die von der Funktion her sehr, sehr ähnlich sind. Dieses Gerät unterstützt entsprechend eine DALI-Linie mit 64 Teilnehmern, deshalb auch S64. Dieses Gerät unterstützt zwei DALI-Linien, deshalb hier auch DALI 1 und DALI 2 mit jeweils 64, deshalb 128 Teilnehmern. Unterstützt genauso auch Farbsteuerung, unterstützt HCL. Ich kann auch entsprechend gruppieren, ganz viele Möglichkeiten, muss allerdings diese Gruppierung dann immer entsprechend über die ECS, über die DCA durchführen. Aber dieses ist letztendlich genauso einfach und ich kann das entsprechend durchführen. Ja, unterstützt dieses genauso. Habe noch verschiedene Tasten an dem Gerät dran, auch um verschiedene Funktionen mit auszulösen, um das Gerät auch, um die Lichtgruppen direkt zu bedienen, wenn notwendig ist. Aber typischerweise wird dieses Gerät ja im Schaltschrank hängen und deshalb brauche ich diese Funktionen nicht zwingend jetzt zur Bedienung. Ja, ganz wichtig, auch hier habe ich es dargestellt, wir sehen natürlich jetzt immer mehr den Übergang von DALI, bisherigen Standard, auf den DALI 2 Standard, der einfach noch verschiedene weitere Features erlaubt, der die Steuerung von Steuergeräten erlaubt, der Multimaster unterstützt. Verschiedene neue Befehle sind mit dazugekommen. Die Kompatibilität unter den Geräten wurde entsprechend erhöht. Und auch ja, die Spezifikationen wurden besser und vor allem auch, man hat hier wirklich jetzt auch damit begonnen, um entsprechende Geräte DALI 2 zu zertifizieren. Und wie Sie hier oben sehen auf dieser Webseite, auch unsere zwei DALI-Gateways hier sind entsprechend zertifiziert und verfügbar für DALI 2, was natürlich einfach wieder aufzeigt, okay, wir sind wirklich aktuell am Standard dran. Ja, dann habe ich hier noch zwei weitere Geräte mitgebracht, die sind jetzt nicht wirklich steuerbar von KNX-Seite aus, das sind reine DALI-Geräte, trotz allem natürlich geniale Geräte, wenn ich hier einen reinen DALI-Bus habe, zum einen mal einen Präsenzmelder, Teronda S360, Montagehöhe 2 bis 4 Meter, 50 Quadratmeter Erfassungsbereich, der wirklich auch Anwesenheit und Helligkeit entsprechend regeln kann und konfiguriert wird er über eine App. Ja, vom Handy aus, ganz einfach über die Infrarotfernsteuerung, die ich noch dazu benötige. Oder entsprechend als Korridormelder unser T-Passa P360, der hier einen sehr großen rechteckigen Erfassungsbereich hat mit einer Reichweite von 30 Meter, 15 in die eine, 15 in die andere. Ja, auch der steuert mir dann entsprechend über den DALI-Bus meine Lampen. Und wir haben noch viele andere DALI-Geräte, auf die möchte ich jetzt nicht alle eingehen, aber schauen Sie einfach mal auf der Themenwebseite rein. Konfiguration vom DALI-Gateway. Was muss ich dabei beachten? Wie kann ich es machen? Ganz einfach. Ich habe mal kurz so zwei Screens entsprechend dazu gemacht, wie ich den DALI-Anteil im DALI-Gateway entsprechend konfigurieren kann. Typischerweise zwei Möglichkeiten, entweder über dieses Webinterface, dass ich mich wirklich über die Webseite auf das DALI-Gateway direkt verbinde, kann dann wirklich die ganzen Betriebsgeräte entsprechend in Betrieb nehmen. Das funktioniert natürlich nur bei dem DALI-Gateway KNX Plus. Jetzt wirklich auch die Webseite hat, aber ich kann dann auch ohne die ETS zum Beispiel ganz einfach Geräte austauschen. Bei den anderen beiden, wenn ich DALI-Geräte entsprechend neu konfigurieren muss,
muss ich wirklich über die ETS gehen. Ja, und in der ETS sieht es dann entsprechend so aus, über die DCA-App, die hier dargestellt ist. Und hier sehe ich dann wirklich auch alle Geräte, die entsprechend eingelesen wurden, wie sie gruppiert sind, in welche Gruppe sie kommen und kann dann auch die ganzen Konfigurationen durchführen. Und würde dann im nächsten Schritt wirklich auf der ETS entsprechend die Konfiguration durchführen. Ich habe hier jetzt noch ein paar Screenshots gemacht, um zu zeigen, wie kann ich zum Beispiel die Farbeinstellungen durchführen. Ja? Ich gehe einfach entsprechend auf die Gruppe, wähle dann die Gruppenfunktion aus. Und hier kann ich einfach unterscheiden, möchte ich die Farbtemperatur, möchte ich RGB oder RGBW oder XY-Farbe machen, je nachdem, wie die Parametrisierung der DALI-Geräte aussieht, wähle ich das aus. Dann gehe ich in die Einstellung der Farbkombination, mit welcher Farbe soll aufgestartet werden, welche Funktion soll dahinter sein und so weiter. Kann ich ganz einfach einstellen, kein großes Problem, alles sehr einfach, übersichtlich dargestellt und kann dann entsprechend diese Farbsteuerung durchführen, bekomme entsprechende Kommunikationsobjekte, um die Gruppenadressen zuzuweisen und das war es dann eigentlich schon. So einfach kann Farbsteuerung sein, das dann wirklich auch auf die DALI-Lampen geht. Ein Beispiel, zum Beispiel im Krankenhaus. Ja, im Krankenhaus haben wir typischerweise immer sehr häufig entsprechend auch lange Licht. Und dort hat man durchaus auch festgestellt, wenn man im Krankenhaus entsprechend über Human-Centric Light auch entsprechend die Beleuchtung in den Zimmern verändert, dann hilft es durchaus auch den kranken Personen, um besser zu schlafen, um auch tagsüber wacher zu sein, einfach um mit dem Tagesrhythmus besser zurechtzukommen. Aber natürlich auch ein Energieeffizienzeffekt, wo ich dann wirklich auch sage, ich schalte nur dort das Licht ein, wo ich es brauche. Ich regle es über eine Konstantlichtregelung, vielleicht entsprechend in den entsprechenden Zimmern für das Personal. Dort habe ich alle Möglichkeiten. Da würde ich dann einfach auch so einen Präsenzmelder entsprechend einsetzen, um zu überwachen, ist jemand vorhanden, muss ich wirklich das Licht einschalten, welche Helligkeit habe ich, muss ich das Licht hochdimmen, kann ich es runterdimmen, wie auch immer, über das DALI Gateway, alles möglich und habe dann wirklich hier sehr viele Möglichkeiten, dieses entsprechend für unterschiedliche Räume zu machen. Oder andere Möglichkeit, Büro, habe ein großes Büro mit einer entsprechenden Fläche und möchte entsprechend dieses Büro über einen Bewegungsmelder, über einen Präsenzmelder entsprechend kontrollieren. Und da haben wir jetzt ganz neu auf den Markt gebracht, einen optischen Präsenzmelder. Der kann bis zu 6 Zonen, macht entsprechend einen Erfassungsbereich von bis zu 80 Metern. Unser TPXA-P 360 KNX, der liefert hier völlig für 6 Zonen völlig unabhängig voneinander. Ja, die Lichtwerte, die Präsenzinformation und viele weitere spannende Sachen. Und die kann ich natürlich dann auch verwenden, um die einzelnen Bereiche in diesem Büro zu schalten, zu regeln. Ja, kann dann wirklich sagen, hier steht ein Schreibtisch, hier steht ein Schreibtisch. Und nur wenn am Schreibtisch entsprechend eine Person sitzt, wird auch die Lampe darüber eingeschaltet. Und das macht er für 6 Zonen mit einem Gerät. Richtig klasse. Kann neben Präsenz auch noch das Thema HKL natürlich mit steuern. Ja, also nicht nur Licht, sondern auch das Thema Lüften oder Heizen kann der durchaus mit abdecken. Und wenn ich dann noch entsprechend den Raum manuell bedienen möchte, was natürlich auch typischerweise immer sein sollte, dann haben wir hier jetzt unseren Ion, der ist ein Jahr alt oder sowas. Und mit dem kann ich auch wirklich ganz schön die einzelnen Bereiche dann hochdimmen, runterdimmen, Farbsteuerung machen und so weiter. Einfach eine geniale Lösung, Komplettlösung von Themen, um das Thema Lichtsteuerung in einem Raum vollständig abzudecken. Ja, das wäre es soweit von meiner Seite aus. Ich möchte nur noch kurz ein paar Sachen sagen. Falls Sie noch weitere Informationen zu verschiedenen Themen benötigen oder anschauen möchten, dann können Sie gerne auf unsere Webseite gehen unter Themen Schulung
Oder Sie können natürlich auch unsere Hotline oder entsprechend uns im Schulungsbereich entsprechend kontaktieren. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben, das einfach mal anzuschauen, anzuhören. Ja, melden Sie sich bei uns. Wir geben gerne weitere Informationen an Sie weiter. Vielen Dank.